Ich zeige dir jetzt, wie du ein schwarzes Augen-Make-up mit Blau schminken kannst, dass deine Augen so richtig schön leuchten. Und am Schluss weißt du, wie das ganz schnell und einfach geht. Mit einem festen Pinsel kannst du den schwarzen Lidstrich noch etwas verblenden, damit die Linie etwas weicher aussieht. Und unten auch. So, und jetzt kommt Blau ins Spiel und dazu nehme ich die Farbe 119 Light Blue und den trage ich einfach hier oben erstmal in der Mitte auf dem beweglichen Lid auf das Schwarz drauf auf. Und dann noch unten als Kajal. Und jetzt nehme ich nochmal den schwarzen Kajal, um alles nochmal ein bisschen zu verstärken. Und ja, dieses Blau passt natürlich nicht optimal zu meinen grün-braunen Augen. Aber jetzt stell dir vor, du bist jemand mit blauen oder blaugrauen Augen, dann sieht es einfach fantastisch aus. Und dann natürlich noch die Wimpern kräftig tuschen. Und ja, natürlich ist das kein Augen-Make-up für jeden Tag, aber ich möchte dich dazu jetzt nur ein bisschen anspornen, auch mal was Neues auszuprobieren. Es muss nicht immer nur schwarz oder braun sein. Du kannst durchaus mal ein bisschen mutig sein und blau benutzen. Und da wir ja sowieso im Moment Mundschutz tragen müssen, kannst du wirklich mal deine Augen so richtig zum Leuchten bringen. Ich zeig dir mal, wie das aussieht mit Mundschutz. Ist doch gar nicht so verkehrt. Und es passt sogar zu dem blauen Mundschutz. Also warum nicht mal sich ein bisschen peppiger schminken? Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es auch gern mit deinen Freundinnen. Und wenn du jetzt sagst, der Look mit dem Schwarz gefällt mir so gut, aber Blau geht bei mir überhaupt nicht, weil ich grüne und braune Augen habe, dann zeige ich dir hier noch ein Video, wo es im Prinzip der gleiche Look ist, aber mit Grün. Bis bald, deine Sabine.